habe die Ehre am Berg. Ich freue mich, dass ihr so zahlreich da seid und dass ich hier sprechen darf. Ich bin vorgestellt worden und deshalb kann ich gleich damit beginnen, die eingesetzten Polizeikräfte auf den Eid hinzuweisen, den sie genauso wie ich geleistet haben, auf das Grundgesetz und die Bayerische Verfassung. Und das beinhaltet, dass man sein Leben lang für die freiheitlich-demokratische Grundordnung einsteht und dafür sorgt, dass der Bevölkerung die Grundrechte gewährleistet und eingeräumt werden. Deshalb stehe ich da. Ich möchte mich gleich zu Beginn bei der eingesetzten Polizei hier in Amberg in der Oberpfalz dafür bedanken, dass sie das Versammlungsrecht der Bevölkerung, soweit es ihnen möglich ist, gewährleisten und die Versammlung schützen. Und sie machen hier einen besseren Job als in Berlin, in Nürnberg oder in München. Deshalb bedanke ich mich dafür. Es ist für mich ganz wichtig, meine Kollegen darauf hinzuweisen, dass das Vertrauen der Bevölkerung ihr höchstes Kapital ist und dass sie dieses Kapital nicht kaputt machen dürfen, nicht zerstören dürfen, denn eine Polizei in einem demokratischen Staat ist darauf angewiesen, dass die Bevölkerung Vertrauen zu ihr hat und ihr auch hilft, Verbrechen und Vergehen effektiv zu verfolgen und für Recht und Ordnung zu sorgen, so wie es in den entsprechenden Gesetzen festgeschrieben ist. Also bitte sorgt dafür, dass die bayerische Bevölkerung weiterhin Vertrauen zu euch haben kann. Und es ist dabei ganz wichtig, dass man nicht mit Kanonen auf Spatzen schießt. Das war das allererste, was man mir in der Ausbildung zur Polizei beigebracht hat. Denn das zerstört zwangsläufig das Vertrauen der Bevölkerung. Und dazu gehört eben auch, dass man von dem Opportunitätsprinzip, das bei uns im Staat gilt, nämlich, dass jeder einzelne Beamte selbst und für sich entscheiden kann, ob er eine Ordnungswidrigkeit beanstandet oder sogar ahndet, bedenkt und durchführt. Zu Beginn meiner Amtszeit war es so wichtig, den Ermessensspielraum des einzelnen Beamten nach einer Maßnahme auch gerichtlich darstellen zu können, dass nämlich jede Ordnungswidrigkeit, die dann vor Gericht ausgehandelt werden musste, sofort eingestellt wurde, wenn der Richter feststellen musste, der Beamte hat sein persönliches Ermessen nicht ausgeübt. Und dort müssen wir auch wieder hin. Selbstverständlich müssen Polizeibeamte Straftaten und Verbrechen verfolgen. Das ist das Legalitätsprinzip. Und dafür haben wir eigentlich schon zu wenig Personal in Bayern. Also bitte, lasst dann Ordnungswidrigkeiten, die aktuell von der Regierung verfolgt werden sollen. Die wollen, dass Masken durchgesetzt werden. Die wollen, dass Geschäfte geschlossen bleiben.
Die wollen, dass Gaststätten geschlossen bleiben. Die wollen, dass man die Alten im Altersheim nicht mehr besuchen kann. Die wollen, dass man im Krankenhaus Kranke nicht mehr besuchen kann und trösten kann. Die wollen, dass der Opa seine Enkel nicht mehr besucht und die den Opa nicht. Das geht nicht. Das geht eine Regierung nichts an. Liberté Bavaria hat in Deutschland Bayern immer ausgezeichnet. Und das möchten wir wieder haben. Ach so, ja, scheiße. Und genau dabei kann uns unsere Polizei wirklich helfen, wenn sich unsere Polizei darauf konzentriert, Straftaten, Vergehen und Verbrechen zu verfolgen, wo immer das möglich ist, dann haben sie auch keine Zeit mehr, solche lächerlichen Ordnungswidrigkeiten wie im Infektionsschutzverordnung und dergleichen jetzt niedergeschrieben zu verfolgen. Also, lasst bitte die Bevölkerung frei leben und greift nicht bei diesen Ordnungswidrigkeiten heftiger durch als bei Straftaten. Das ist der falsche Weg. Lasst die Bevölkerung frei leben! Wenn die Bevölkerung sieht, dass ihr da nicht überzieht, wenn die Bevölkerung erkennen kann, dass ihr menschlich handelt und in jeder Uniform ist ein Mensch, der menschlich denken, handeln und fühlen kann und das auch tut. Hört auf euer Herz und auf euer Gewissen und lasst unsere Bevölkerung wieder frei leben. Schon Gustav Heinemann, Altpräsident, hat ganz deutlich gesagt, wenn in einer Demokratie die Regierungen über das Ziel hinausschießen, muss das Volk ihnen zeigen, dass das so nicht geht. Nur so funktioniert Demokratie. Und deshalb müssen wir dafür sorgen, dass diese Politiker sehen, dass wir diese Maßnahmen nicht mehr tolerieren, sondern mit diesem Unsinn von selbst aufhören. Schon an Silvester habe ich gesagt, dass 2021 das Jahr des Friedens und der Freiheit werden wird und werden muss. Und dazu gehört, dass wir möglichst bald die Masken wegwerfen, alle Geschäfte öffnen, alle Gaststätten öffnen und wieder so zusammenleben, wie es eine Bevölkerung hier in Bayern üblicherweise tut. Und die Ordnungskräfte, insbesondere die Polizei, bitte ich, nur einzuschreiten, wenn es sich um Vergehen oder Verbrechen handelt und sämtliche Ordnungswidrigkeiten, die in diesem illegalen Infektionsschutzgesetz oder Infektionsschutzverordnung niedergeschrieben worden sind, zu ignorieren, soweit es nur irgendwie geht. Lasst euch bitte nicht von diesen durchgeknallten Regierungen vor deren Karren spannen. Unsere Gesetze sind so gestaltet, und zwar Gott sei Dank immer noch, dass die Polizeiführungen
Und dazu gehören zumindest alle gehobenen und höheren Beamten, jetzt dritte und vierte Qualifikationsebene, die Lage selbst beurteilen und nur nach eigener Lagebeurteilung ihre Kräfte einsetzen und arbeiten. Wenn ihr das tut, das heißt, ihr schaut in die Krankenhäuser eurer Zuständigkeitsbereiche, in die Friedhöfe eurer Zuständigkeitsbereiche, zu den Bestattungsunternehmern eurer Zuständigkeitsbereiche und ihr werdet feststellen, dass die politische Spitze das ganze Volk belügt und auch euch belügt. Wenn ihr diese Lügen erkannt und aufgedeckt habt, dann werdet ihr euren Arbeitsschwerpunkt woanders setzen. Und zwar dort, wo diese Betrüger sind, diese einsperren, beginnend mit einem Drosten und mit seinen Mitgewinnlern. Denn allgemein bekannt ist, dass dieser Drosten einen PCR-Test an einem Computer entwickelt hat, ohne dass er das angebliche SARS-CoV-2-Virus jemals gesehen oder erkannt hatte. Dieser PCR-Test ist ein ganz groß angelegter Betrug und deshalb gehört der Mann hinter Gitter. Mit vielen ähnlichen Beteiligten in dieser eigenartigen Situation ist es ähnlich. Es sind Menschen, die unser Gesundheitssystem ausbeuten, die Bevölkerung in Angst und Schrecken halten, weil sie sehr viel Geld damit verdienen können. Das sind organisiert Kriminelle. Und die sollte unsere Polizei aus dem Verkehr ziehen. Ja.